Katrin Vogler aus der Linksfraktion. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, Herr Nüßlein, wenn ich die Sicherheit hätte, dass wir durch die Widerspruchsregelung auch nur ein einziges Menschenleben real retten würden, dann würden wir vielleicht eine andere Diskussion führen oder diese Diskussion auch nicht führen. Ich beschäftige mich ja jetzt seit 2011 mit dem Thema und das ist mir persönlich auch sehr nah, weil es ist ja kein abstraktes, theoretisches Problem, über das wir hier reden, sondern weil es eben um Menschenleben und Gesundheit geht, ein sehr emotionales. Und deshalb waren wir auch bisher hier in diesem Hause einig, dass wir Veränderungen sehr konsensorientiert und breit anlegen wollten. Und ehrlich gesagt, Herr Spahn, es hat mich schon gewundert, dass Sie und wie Sie mit diesem Vorstoß von diesem Konzept, von diesem Weg abgewichen sind. Und mich wundert schon, dass oft ein Widerspruch konstruiert wird zwischen den Menschen, die Organe spenden, und diejenigen, die auf ein Spenderorgan angewiesen sind. Weil wir reden ja über dieselben Menschen. Vorgestern habe ich erst mit einer guten Freundin telefoniert, die seit etwa einem Jahr nach einem Nierenversagen auf die Dialyse angewiesen ist. Für die war das letzte Jahr wirklich das Schlimmste in ihrem bisherigen Leben. Und sie will unbedingt wieder arbeiten und auch politisch aktiv sein, aber all das ist im Augenblick nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen in weite Ferne gerückt. Es ist ganz klar, sie braucht in absehbarer Zeit eine Organtransplantation, um überhaupt weiterzuleben. Und diese Freundin hat mein Engagement für die Verbesserung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende von Anfang an kritisch verfolgt und ist inzwischen auch ganz inhaltlich auf meiner Seite. Sie hat mich gebeten, dass ich ihr als Betroffene hier eine Stimme gebe, damit Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen können. Sie sagte zu mir, ich bin selbst seit vielen Jahrzehnten Organspenderin. Ich habe einen Ausweis, das ist für mich selbstverständlich. Aber es ist für mich auch wichtig, dass ich das freiwillig entscheide. Ich will nicht dazu genötigt werden, irgendwo hinzugehen, um dort zu sagen, was ich nicht will. Für mich ist die Organentnahme etwas Respektvolles, Angesehenes. Und ich möchte, dass das so bleibt. Mir behagt es nicht, sagte sie, dass unsere Körper als Warenlager für Organe betrachtet werden. Ich habe das Gefühl, sie werden so zu einer Ware, die genutzt und verwertet werden kann. Und das bedeutet für mich, dass wir den Respekt verlieren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagt eine Frau, die nicht nur für die Organspende nicht nur eine Selbstverständlichkeit ist, sondern auch eine riesige Hoffnung. Sie hat einfach ein ungutes Gefühl dabei, bei der Vorstellung, dass Menschen keine freie Entscheidung über ihren Körper mehr treffen können, sondern sich bei einer Behörde als Nichtspender registrieren lassen müssen. Und diese Skepsis, die teile ich vollkommen. Ich finde, sie hatte auch ein feines Gespür für das, was viele Menschen empfinden und warum die Widerspruchsregelung absolut keine Garantie dafür bietet, dass es am Ende mehr Spendenorgane gibt. Auch wenn Sie das sicherlich nicht wollen, sät doch Zweifel und verstärkt bereits vorhandene Ängste. Denn wenn wir von den Menschen erwarten, dass sie der Organspende vertrauen, dann sollten wir doch auch ihnen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie als soziale Wesen fähig sind zur Solidarität und zur Uneigennützigkeit. Aber verlangen oder gar anordnen dürfen wir das doch nicht. Sie sagen uns nun, dass ja jeder auch ganz frei widersprechen kann. Das geht meiner Ansicht nach aber an der Lebensrealität vieler Menschen in diesem Land vorbei. Ich kenne eine Reihe Leute, die dazu nicht in der Lage sind oder die von Informationen nicht erreicht werden. Dabei denke ich etwa an wohnungslose Menschen. Wie sollen die informiert werden über ihre Pflichten und Rechte aus diesem Gesetz? Oder Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen? Was ist mit den etwa 7 Millionen funktionalen Analphabeten? Oder gar mit den Menschen, die aus Angst vor Rechnungen, Mahnungen, Gerichtsvollziehern überhaupt nicht mehr ihre Post öffnen? Menschen, denen eine Depression vielleicht nicht ihre Fähigkeit zur Entscheidung geraubt hat, aber doch die Fähigkeit, das umzusetzen. Und ehrlich gesagt, in meiner Lebenswelt haben 16-Jährige ganz andere Dinge im Kopf, als sich mit ihrer, und auch 18-Jährige, lieber Jens Spahn, als sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und sie haben auch das verdammte Recht darauf, das in dieser Phase nicht zu tun. Menschen, die ohnehin ständig Angst vor Diskriminierung und Ausgrenzung und Stigmatisierung haben, die werden auch nicht zum Amt gehen und sagen, hallo, ich möchte kein Organspender sein, aber ich kann nicht lesen und schreiben. Können Sie mir mal bitte mit dem Formular helfen? Das ist völlig lebensfremd. Und deswegen
finde ich, wir müssen Gelegenheiten zur positiven Entscheidung, zur positiven Information, zum Gespräch bieten. Und das tun wir mit unserem Gesetz zur Förderung der Entscheidungsbereitschaft. Und deswegen bitte ich Sie, dem zahlreich zuzustimmen.